Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Superliminal. So, hier haben wir es das letzte Mal hingeschafft. Durch viele verrückte Räume und Gänge, gefallen, gelaufen, in der Größe verändert, alles tausendfach vervielfältigt. Es ist unglaublich schräg, das Spiel. So, ich habe noch nicht ganz geschnallt, was ich hier machen muss. Also ich weiß ja, dass ich mich, wenn ich durch diese Tür gehe, hier wieder rauskomme oder andersrum, dadurch in der Größe verändern kann. Oder, also in der Größe verändern oder kleiner werden. So, also ich kann größer werden oder kleiner werden. Ich würde ganz gerne mal versuchen, mich so klein zu machen, dass ich da durchpasse. Aber dann würde ich sagen, machen wir das gleich in die Nähe, dass wir nicht so endlos weit laufen müssen. Vielleicht probieren wir es so mal. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully Ich komme, ich häng fest. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's schon wieder kaputt gemacht. Nee, also so klein können wir uns nicht machen. Es geht nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck des Spiels anscheinend, dass wir da durchpassen. Noch kleiner kriegen wir uns ja nicht, dass wir es direkt runterstellen können. Nö. Anscheinend ist das nicht der Trick. Entspann dich. So, damit versuchen wir uns erstmal wieder einigermaßen normal groß zu machen. Nein, wir sind kleiner geworden. Ich muss es doch genau andersrum machen. Ist das schräg. So, dann gehen wir da ein paar Mal durch, dass wir wieder einigermaßen normal groß sind. Jetzt wirkt es ja wieder ziemlich normal, zumindest von der Laufgeschwindigkeit her. Ach so. Aber was ist jetzt eigentlich? Ich meine, ich will nicht wieder das Spiel kaputt machen. Aber das ist ja quasi die Tür, wie man sieht. Was ist denn, wenn ich das Ding mitnehme? Es ist weg. Wow. Das ist so schräg. Oh Gott, ich hab's kaputt gemacht. Ach du Scheiße. Tausende von Türen hintereinander. Oh mein Gott. Und durch. Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload. May result. Please paradox overload. Ich hab's wirklich kaputt gemacht. Hier stand bis gerade noch. Boah, das ist verdammt hell. Das Spiel löst sich auf. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Entschuldigung. Ihr könnt das jetzt alle niemals spielen. Es lädt. Wir sind im Himmel. Oder so ähnlich. Okay. Ich gehe hier mal rein. Ach, es ist nur ein sehr glänzender Fußboden. Not an exit. Wow. Da laufe ich jetzt nicht komplett lang, oder? Wow. Klar, eine Tür.
Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe das Spiel kaputt gemacht. So. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Okay, und du hast dir vorgestellt, du möchtest ein Radio sein, der mit mir ziemlich verrückte Sachen macht? Ich hätte keine Cola. Eine Soda, Entschuldigung. Mein Gott. Dann lerne ich auch nicht mehr. Komm, hier, so eine blaue hatten wir auch noch nicht. Schmeiß weg. Und geh kaputt. Okay. Es ist alles wieder beim Alten. Ach, das ist der Anfangsraum hier. Okay, ich folge dem Pylon. Sonst ist hier auch nichts zu sehen. Ich höre Regen. Ich sehe jetzt auch Regen. Alles klar. Ich gehe jetzt einfach den Weg entlang. Ich wüsste sonst nicht, was ich machen soll. Hallo, ich komme. Da ist das hier. Da ist das hier. Gleich sind wir im Ziel im nächsten Langgang. Mein Gott. Ne, ich sitze hier lang. Nein, will ich anscheinend nicht. Lexi überhaupt. Schönen guten Tag, ich bin jetzt da. Hallo, Herr Feuerlöscher. Okay, sind das meine Erinnerungen, die hier alle notiert wurden? Das sind aber deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Ist not an exit, ja. Oh nein, wie kommen wir denn hier wieder raus? Hä? Ah, hier. Yeah. Das war jetzt wieder übelster Zufall, geil. Ich gehe in die Richtung. Ach so. Alles klar, ja. So in der Art habe ich mir immer den Himmel vorgestellt. Ich meine, ich glaube nicht dran, ganz ehrlich nicht, aber wenn, dann will ich, dass es so aussieht. Wieso liegt hier eine Lampe am Boden? Ich habe das Spiel doch kaputt gemacht. Hier liegen schon Lampen am Boden. Boah, ist das schräg, ey. Nein, nein, komm her. Ich muss dich da anklicken. Was mache ich denn jetzt? Ich bin zu klein. Ich kann das nicht anklicken. Es geht nicht. Ich bin zu klein. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Ah, also manchmal bei dem Spiel wünschte ich mir, dass ich die Dinge so sehen könnte, wie ich sie gewohnt bin. Okay, ich soll in die Richtung gehen. Ja. Yeah. Die haben auf jeden Fall eine Menge weißer Farbe gebraucht. Und Nebel. Jede Menge weißer Nebel. Das ist ein riesiger Lichtschalter. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, was soll ich jetzt machen? Es ist dunkel.
Hä? Jetzt kann ich die Treppe hochgehen, ja klar. Es ist so schräg, es ist so schräg. Aber ich sag ja, sowas liegt mir. Da kann ich quasi durchfallen. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, ne? Okay. Na dann. Ich nehme mal diese Seite. Da geht's auch nicht lang, okay. Blau, rot, rot, gelb. Okay, ich gehe nochmal bei der rot-gelben Seite rein. Alles klar. Und nochmal die rot-gelbe Seite. Es macht doch nicht Pling oder irgendwas. Das verwirrt mich jetzt schon. Ich kann nur immer den Gang entlang gehen. Okay, wir versuchen es andersrum. Ja. Und jetzt umdrehen. Wir gehen den Gang rückwärts. Es geht nicht. Ich treffe das Loch nicht. Das passiert dem besten Mal. Hä? Ich bin überfragt. Gibt's hier wieder irgendwas zu sehen, was ich nicht sehe? Hä? Ach komm, hör auf. Und jetzt? Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo lang. Seine Türen. Alles klar. Hallo, Dr. Glenn Pierce. You're well beyond dreaming now. And further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Ja, das stimmt. Also ich bin definitiv hier, um etwas zu machen, was ich sonst nirgendwo machen kann. Und das konnte ich schon zu Genüge in dem Spiel. Weißt du, jetzt darf ich jetzt Schlitten fahren? Ich dachte, ich würde jetzt schneller werden. Aber es geht auch irgendwie bergauf und nicht bergab. Ach guck, hier wurden die Schachfiguren gemeißelt. Schönen guten Tag. Ich nehme dich mal mit. Alter, ist das schräg. Hä, von hier komme ich doch, oder? Jo. Ich kann nicht wieder zurück. Ich muss über die schwarzen Felder laufen. Über die weißen. Ich gehe einfach am Schachbrett vorbei, was soll passieren? Es geht nicht. Es geht auch nicht. Wieso kann ich dich denn da draufstellen? Hä? Okay, solange eine Schachfigur draufsteht, kann ich auch drüber laufen. Alles klar. So. Nein, erst wegnehmen, wenn du da draufstehst. Nein. Die lernen es auch nicht, ne? Komm mit.
Ich bin schon wieder irgendwo runtergefallen. Ah ja, alles klar. Okay, aber ich kriege mich doch nie so groß. Wie soll ich denn das jetzt wieder machen? Hallo? Kann ich die Tür größer machen? Kann ich die Tür kleiner machen? Wie mache ich das? Soll ich da hinkommen? Verstehe nicht. Nein. Ach, hör auf. Das ist so was jetzt? Ich muss irgendwas da reinlegen, damit das überhaupt als Perspektive anerkannt wird. Ihr guckt es euch an, es geht nicht. Und sobald ich da was reinlege, geht's. Alter, das ist so geil hier. Ne? Das ist einfach so geil. Es lässt dein Gehirn explodieren. Ich habe es bei der allerersten Folge hingeschrieben. Und das kann ich bis heute nur bestätigen, ey. Ich kann nichts mitnehmen. Dann ohne Käse. Ohne Würfel. Geile Optik, oder? Ach du Scheiße. Ich muss da bestimmt runter. Aber wohin? Hier ist doch sonst kein Ausgang. Boah, ist das schräg. Und jetzt? Ich gehe einfach runter. Irgendwann werde ich ja mal unten ankommen, oder? Gibson unten? Ja, irgendwas verändert sich hier gerade, yo. Hä? Jetzt bin ich unten. Oh, ist das übel. Oh. Du Scheiße. Oh, stellt euch so mal im Flur vor oder so. Boah, da darfst du betrunken aber nicht nach Hause kommen. Ich schätze, da schaffst du den Flur nicht. Da solltest du viele Eimer in den Flur stellen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass ich es wieder annehmen kann. Ich wusste es einfach. Ich höre schon wieder einen Wecker. Nein, es ist... Es ist ein Riesenwecker. Ich bin durch die Uhrzeit gefallen. Das ist schlecht, oder? Es lädt. Alles klar. Es lädt immer noch. Ja. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and by now you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. More often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for.
life will always be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Sagt er jetzt noch was? Oder kann ich da jetzt was zu sagen? Weil es wirkt ja gerade so ein bisschen, als wäre es Ende des Spiels, oder? So da. In a few minutes, you'll be back in the real world. And some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But, just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Super, liminal. Also gerade die Sätze, die der jetzt zuletzt gesagt hat, also das kann ich zum Teil definitiv bestätigen. Also wenn man Sachen mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, dann wird das Leben mit Sicherheit nicht schwieriger werden. Das kann ich mir wohl vorstellen. Alter Entwickler, habt ihr da ein ziemlich geiles Spiel gemacht. Ehrlich, Daumen hoch an euch. Unglaublich cool. Ich hab's ja vorher schon geahnt, dass es eins der geilsten, verrücktesten Spiele auf diesem Planeten ist. Und das kann ich weiterhin bestätigen. War das schräg und geil. Wirklich unglaublich gut. Das hat so viel Spaß gemacht, das durchzuspielen und die passenden Wege zu finden. Es war so oft so verwirrend, will ich nicht mal sagen. Nicht negativ auf jeden Fall. Es war einfach so, boah, was geht hier ab? Unfassbar gut. Geile Sache, richtig gut gemacht. Krieg ich gleich noch die Info, wie viel Dings ich geschafft habe, wie viel Errungenschaften? Das würde mich noch interessieren. Auch mit den ganzen Perspektiven, mit den Ansichten. Also jetzt gerade am Ende, dass du einen Gang entlang läufst und nicht weiterkommst und dann musst du durch eine weiße Wand durch, damit du hinter die Räume kommst. Echt. Ich muss zugeben, mir liegt sowas, wie gesagt. Also, ich bin absoluter Querdenker, was sowas angeht, 100 Pro. Falls noch irgendeiner ein ähnliches Spiel kennt, schreibt es mal unter die Kommentare. Ich würde es unglaublich gerne für euch jetzt playen oder selber spielen, auf jeden Fall. Also, sowas macht mir echt viel Spaß. Also, da habe ich richtig Bock drauf. Ne? Und, also, wie gesagt, mir liegt sowas wohl, aber mindestens die Hälfte davon war eher Zufall, dass ich es überhaupt rausgefunden habe. Mindestens. Musik ist auch geil. Passt total gut zusammen spielen. Pillow Castle. Wollte ich sagen, Pillow ist doch Kissen, oder? Kissenschloss. Ja, vielen Dank fürs Spielen. Ehrlich, muss ich wirklich sagen. Unglaublich geiles Spiel. So, was kommt jetzt? Okay, dann lass uns zusammen nur die Errungenschaften angucken. Zusätzliche Modi. Was sagt denn die Uhr? Gucken wir gleich auch noch rein. Aber ich will meine Errungenschaften einmal sehen. Ein Apfel als Kopf. Zerstöre eine Dose Limonade? Ja, das habe ich ja mehrmals gemacht. Bitte benutze die andere Tür. Weiß ich nicht, wo es gewinnt. Also alle Brandschutzübungen abgeschlossen haben wir auch nicht. Also alle Feueralarme ausgelöst. Löse einen Feuermelder aus Hamburg. Umweltgeräte, wirf eine Limonadendose in eine reine Recycling-Tonne. Das habe ich auch öfter gemacht. Ach so, in eine Recyclingtonne? Kann ich mich nicht dran erinnern. Also, Scheiter daran, Müll wegzuwerfen, Feuerlöscher auslösen, haben wir nicht alle geschafft. Versteckte Errungenschaften. Spiel abgeschlossen. Schließe das Spiel unter 30 Minuten ab. Ja gut, jetzt vielleicht. Wenn ich jetzt direkt im Anschluss nochmal spielen würde, würde ich es vielleicht schaffen. Innerhalb von einer Stunde. Irgendwie aktivierte Errungenschaft. Zu erreichen einer Sache. Bei Klonen einen Gegenstand viel zu oft. Ja, das habe ich ja mehrmals gemacht.
Löse genügend Feueralarme aus. Ja, das haben wir auch hingekriegt. Schließe das Spiel mit aktivierter Entwicklerkommentar. Aha. Ja, es wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen, weil ich denke, die Kommentare sind nicht auf Deutsch. Und da würde ich die Hälfte nicht verstehen. Ne, zurücksetzen wollen wir es nicht. Schließen. Zusätzliche Modi. Herausforderungsmodus. Entwicklerkommentar. Beta. Aha. Wir können ja Herausforderungsmodus. Achso, da darf ich die Sachen nochmal machen. Wir gucken das erste Mal. Wenn das jetzt nur die gleichen Sachen wieder sind, dann macht es ja nicht viel Sinn. 0 von 9. Aha. Da geht es jetzt um Zeit oder was? Das sieht ja jetzt so aus wie der erste Raum, oder was? Nimm ich mal mit. Brauche ich ja nicht. Nimm ich auch mit. Hä? Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Aha. Jetzt verstehe ich das. Also ich darf so und so viele Teile bewegen. Ja, guck mal, wie soll ich das denn machen? Ja gut, wenn ich gewusst hätte, dass ich das noch machen. Und so oft springen. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects and listen to messages from your patient care team. Ich darf ein Teil anfassen. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Wie soll ich das denn machen? Jetzt komme ich nicht mal mehr ran. Das ist wirklich Herausforderungsmodus. Ja, aber es sind halt alles dieselben Aufgaben. Nee, warte. Ich darf nur eine Sache anfassen. Ich darf aber nicht. Da ist eine Scheibe vor. Was soll ich machen? Verstehe ich nicht. Also den muss ich ja nehmen. Und dann mache ich den so groß. Wow, warte. Das versuchen wir nochmal. Das kriege ich hin. Also ich muss den so groß haben wie möglich. So, und jetzt muss ich den da auf die Ecke stellen. Wow. Das? Ich darf zwei Sachen berühren und einmal springen. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Ich hab schon verkackt, er ist schon viel zu groß. Nein. Wie ich das denn machen sollen? Boah, das ist wirklich hardcore. Unglaublich. Okay. Muss den aber recht klein haben, erinnere ich mich. Ja. Nein, wieder nicht geschafft. Er passt einfach nicht in der Größe. Es geht nicht. Alter, bin ich schlecht. Ich weiß, was ich machen muss. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Drücke R zum Neustarten. Warum? Bin ich durch? Ja, das wird doch nie was. Da kann ich mich ja dran erinnern, dass ich da 500 Versuche für gebraucht habe.
Ja, das war ja klar. Das habe ich ja im regulären Spiel schon nicht hingekriegt. Na. Wow. Komm, einen Raum machen wir noch. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Den krieg ich doch gar nicht so groß in einmal. Oh, alles kaputt hier. Ja gut, wenn man es ein paar Mal ausprobiert hat, kriegt man das sicherlich hin. Aber auf Anhieb schaffe ich das nie. Ich habe 3 von 9 geschafft. Oh Gott. Das war schlimm. Ich erschrecke mich jedes Mal, ne? Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich irgendwo runterfalle. Aber cool gemacht. Also das schockt auf jeden Fall die Herausforderung. Weiß nicht, mache ich die nochmal in einem Let's Play? Im Prinzip ist das gleiche Spiel nochmal. Das zeigt nur, wie dumm ich bin. Das will ich eigentlich nicht. Ach, das ist jetzt schon der zweite Run. Alles klar, zurück zum Speicherpunkt. Nein, zurück zum Hauptmenü. Ja, zeige ich sie noch? Weiß ich nicht. Webshop Beta. Das ist bestimmt irgendwie von eigenen Entwicklern oder von der Community entstellte Räume, oder? Könnte ich mir vorstellen, weil da jetzt Workshop steht. Klicke auf den Wasserspender, um Objekte zu importieren. Hä? Ich bin jetzt auf meiner Festplatte, oder was? Auf C. Tatsächlich. Was? Nee, das ist mir zu persönlich. Das machen wir nicht. Ihr habt jetzt schon viel zu viel gesehen. Nee, ich will auch keine Fotos hinzufügen hier. Speichern, kopieren. Persönliche Sammlung. Hat einfach einer die Knöpfe abgeklebt. Aha, da kann man sich wahrscheinlich irgendwie eigene Räume erstellen. Okay, das machen wir nicht. Ja, Objekt nicht mehr abonnieren. Nee, alles klar. Okay, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr hier noch für Möglichkeiten habt. Ist auch schön, dass ich euch das zeigen kann. Immer wieder gerne. Alles klar. So, Leute, das war Superliminal. Wir haben es komplett durchgespielt. Super gut. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben leider nicht alle Errungenschaften geschafft. Aber wie gesagt, die hätte ich mir vorher durchlesen müssen und hätte da explizit drauf achten müssen. Also ich finde, ein Secret haben wir gefunden, dieses Planetarium. Planetarium, ja, ich glaube, so hieß es. Aber ansonsten, ich habe ja nun mal wirklich auch in viele Ecken geguckt. Na gut, am Ende bin ich jetzt mehr so durchgerannt, weil es waren einfach überall weiße Räume. Da jedes Mal die kompletten Wände abzulaufen oder sowas, das ist mir dann auch zu aufwendig und für euch oben mit Sicherheit zu uninteressant. Könnte ich mir vorstellen. Aber sonst wirklich unglaublich cooles Spiel. Ich habe es unglaublich gerne gespielt, muss ich sagen. Leider nur 4, 5 Folgen sind es, glaube ich, geworden. Viel mehr waren es leider nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann es nur immer wiederholen. Unterstützt die Entwickler, kauft euch die Spiele selber. Spielt sie selber. Es ist was völlig anderes, als sie sich nur anzugucken. Und selber die Wege zu finden. Wie gesagt, ihr könnt die Herausforderungsmodi noch machen oder euch anscheinend eigene Räume erstellen. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Spaß. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bei der Bob. Den Job.